Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS17 Hauptfachprojekt mit dem Gadol, mit dem Randy, mit dem Ansgar von Nordrhein TV Play. Hallo. 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 Hier ist es ein bisschen grau. Ich werde hier auch ein bisschen traurig gerade in dem Stil. Ich habe gerade in den Himmel geguckt. So, was ich aber eigentlich gucken wollte, wie lange dauert das, bis das Heu fertig ist? Du drehst das ja gerade, ne? Es ist gerade, ich bin gerade dabei, es zu zettern und wenn das... Und dann müssen wir vorspulen, ne? Nee, dann kannst du es direkt schwaden. Ach so, dann kann ich direkt schwaden. Schwaden ja, okay. Oder schwaden? Ach stimmt, wir machen genau. Ja, klar. Machen wir. Dann fahre ich da gleich mal hinterher. Ich gucke gerade, was wir noch so alles brauchen. Ich glaube, sonst sieht es noch ganz gut aus. Kartons ist noch sehr, sehr gut. Ja gut, dann fahre ich doch direkt hinterher. Das ist klasse. Die beiden rackern sich da ab und machen sich voll die Mühe und überlegen sich, Randy und ich machen im Prinzip dahingehend gar nichts, werden am Ende gewinnen und die haben trotzdem voll die Aufwand gehabt. Aber wir haben uns Mühe gegeben. So. Werner sagt, Gaderol und Sachsen-Netzplayer geben sich keine Mühe. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich habe mir eure Folgen angeguckt. Also das System ist da nicht hinter, glaube ich. Jetzt ist er hier. Das System ist einfach nur so groß und so weit. So komplex. So schlecht. Dass einfacher Mensch nicht versteht. Ah, also ist es meine Schuld. Okay, das wollte ich wissen. Der oder der das geschrieben hat. Ja, ich glaube... Einer in der Runde hat sich heute den großen Misslein verdient. Macht nur Interaktion. Also die meine Zuschauer gehen ja auf andere Kanäle und disliken, also wen meinst du? So. Was? Also, kurz zu überlegen, wie war das denn mit den Dislikes? Da ist nämlich wirklich jemand drüber gekommen. Also der Satz war falsch. Wieso? Man hört, das sind deine eigenen Zuschauer, man hört mich in deinem Video sagen. Da denk mal drüber nach. Halt, da kam jemand extra rüber. Das hat er selbst geschrieben. Was? Ich bin gekommen, um zu disliken? Ja. Ich bin gekommen, um zu disliken. Länger geschrieben, aber das war der Konsens, ja. Weil es so gesagt wurde. Hat er aber auch gesagt, explizit, woher er kommt? Das weiß ich nicht mehr. Ach, okay. Aber auf mich schieben. Ist ja klar, du hast es gesagt in dem egal Video. Egal was, also in der LS, irgendwie Kollegen, alles. Garderole schuld, hat sie etabliert. Jo, alles klar, läuft wunderbar, dankeschön. An dem Konzept halten wir bitte auch fest. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Da habe ich Millionen investiert in diese Schmitz-Kampagne. Ich sag's Karma is a bitch. So. Sag das mal meinen Sicherheitsleuten. Nee, es war ja noch... Was? Ach jo, das ist jetzt der neueste. Zabex hat jetzt Security angeheuert, ja. Aber das ist nicht das Thema. Dieses Thema war das Essen. Was ist denn Zabex? Kann man das essen? Ich dachte, Zeba oder so. Oh, wow. Das hat was von Zeba, Aber, ja, aber nur im Kopf rum. Ich weiß. Auf jeden Fall. Wir Was ist das denn für ein... Entschuldigung, ich will jetzt nicht mehr. Wir müssen das jetzt erstmal ansehen. Sehr ausfallendes Lachen. Das ist eine Szene auf YouTube, die musst du nicht berichten. Wenn du es siehst, dann weißt du, warum man da so lachen muss. Und ich. Das ist echt. Oh Gott. Wie schreibt man den denn? Ja, so wie du es aussprichst mit Z. Auf jeden Fall, bing, bing, don't give our viewers ideas. Genau. Was piept denn da so komisch? Das war mein Handy, weil ich es mir gerade angucke. Wie schreibt man den Z-A-B-E-X? Z-A-B-R-E-X. Tabrex, Ich glaube. Wie Brexit. Ich habe Zabex verstanden. Da haben wir doch jemanden. Was ist das denn? Ach du liebe Zeit, jetzt verstehe ich auch. Jetzt verstehe ich den Gag. Okay, der war wirklich nicht so schlecht. Das Thema, ne? Das Thema mischt schon weg mit einem mischtes Japan weg. So, fürchterlich albern heute wieder. Stimmung ist gut, das müssen wir mal. Warum hat er jetzt Sicherheitsmänner? Ja, weil er halt ein Thema hat. Guck die Videos, guck einfach die Videos. Es geht halt schnell kaputt, das reißt. Guckst du lieber nicht. Ey, guckst du lieber nicht, das ist Volksverdummung. Erklärt sie doch kurz. Ja, ist halt Volksverdummung auf einem hohen Niveau. Ja, aber okay. Aber was hat das mit Sicherheitsleuten zu tun? Ja, dann macht man eine auf dicke Hose und labert irgendwas und macht Fake-Videos, wo man irgendwie sein Security anheuert und keine Ahnung, das soll lustig sein. Was weiß ich denn? Ja, wenn ich irgendwann mal Geld verdiene, dann will ich mir auch als erstes Sicherheitsleute holen. Einfach fürs Gefühl. Man will ja nichts riskieren. Das ist richtig. Du musst an die Sicherheit denken. Habe ich das echt? Warum habe ich das angeschnitten? Ja, aber im Endeffekt... Vor allen Dingen, wenn du guckst dir gleich nach unseren Aufnahmen, guckst du dir gleich ein Video an und denkst dir, Alter, 5 Minuten. 5 Minuten in unseren Videos. So. Redet ihr mal, ich muss das nur während der Aufnahme. Aber zurück zum Niveau, Werner. Wo waren wir stehen? Du hast noch eine Frage. Ich wollte ganz kurz das Thema anschneiden, LS19, dynamischer Boden. So. Könnt ihr mir vielleicht erklären,
Nee, ich muss anders formulieren. Was wird daran so gehypt? Oder warum will man das unbedingt im LS19 haben? Oder warum will man das Ding unbedingt in irgendeiner Landwirtschaftssimulation sehen? Weil es so mehr oder weniger angeteasert wurde. Weil Giants hat gesagt, der LS19 wird, also bla 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 bla, und der LS19 wird ein Feature enthalten, was sich Millionen Fans seit Jahren wünschen. Ja, das aber nicht der dynamische Boden ist. Das sagen natürlich viele, es ist der dynamische Boden. Ich habe zuerst gerufen Wirtschaftszweige, habe dafür auf die Fresse gekriegt, naja. Aber genau, und deswegen gab es jetzt gerade auch unter diesen Screenshots bei mir sehr viele Diskussionen, ja, es wird nichts mit dynamischem Boden, guck mal auf den Screenshot, es ist gar kein dynamischer Boden zu sehen. Ist ja auch klar, das ist ja das große Ding, das wird Giants jetzt nicht in zwei Screenshots raushauen, ne? Also so schlau sind sie auch. Ne? Aber von daher, und gerade was dynamischer Boden angeht, ist ja auch eine sehr hohe, wie soll man sagen, eine Diskussion, ja, es ist sehr viel Spekulation, sehr viel Information, es gibt sehr viele Hoffnungsträger, die darüber Videos machen. Und ja, warum? Weil der Agrarsimulator, da lacht er. Bei der Agrarsimulator, der ja, wann war die Ära? 2011, 2012, 2013, ne? Das waren diese drei Ableger, die der UIG da rausgebracht hat. Ja, das war ja gar nicht so schlecht, weil dynamischer Boden bringt ja auch, wie soll man sagen, eine gewisse neue Herausforderung mit rein, dass er halt nicht einfach so, naja, ich mache jetzt mal quer und mach mal hier, so wie ich es halt mache. Da hast du dann richtige Probleme. Und ich glaube, den Realismus wegen wollen das die Leute haben. Einfach okay. Den Realismus will. Dann eine ganz kurze Frage dazu. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, und ich glaube auch in dieser Runde nicht der Einzige, der in sehr vielen Projekten, wenn wir mal von mehreren Projekten ausgehen, das Pflügen abgeschalten hat. Weil er nun das auf den Sack geht. Sind wir uns in der Meinung. Und warum sollte der dynamische Boden jetzt an dieser Meinung was ändern? Ja, kann ich dir sagen. Ich auch. Aber ich soll einer reicht mir. Ich glaube, viele Leute wollen ein bisschen die Herausforderung haben im Spiel. Ein bisschen des Spin-Tires, weißt du, dass du dich auch mal festfahren kannst. Jetzt ist es ist ja, ich bin in der Realität noch nicht über so ein richtig schlammiges Feld gefahren. Aber ich glaube, da musst du schon ein bisschen Geschick mitbringen. Und die Leute wollen einfach, dass sie sich auch mal festfahren, dass man vor- und zurück fahren können. Ich glaube, viele werden es dann vielleicht auch mal ausschalten, wenn man das ausschalten kann, keine Ahnung. Oder werden das irgendwie regulieren, wenn man das regulieren kann, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Faszination daran. Also das erhöht halt nochmal den Spaßfaktor im Spiel, wenn man auch mal stecken bleibt. Also. Ja, gut. Garderoll, was sagst du denn dazu? Ich würde sagen, gerade weil Flügen so langsam ist, doch cool, wenn man dann beim Flügen aber wirklich in die Furche reinfahren kann, der Trecker legt sich da auch in die Kurve und das andere, was bei dynamischem Boden ja machbar ist, ist ja dieses Wasser- und Bewässerungssystem. Das heißt also, wenn jetzt Tessellation wirklich da reinkommt in das Spiel, ist es denkbar, dass sie es machen. Ja, wenn das also in der Feature-List irgendwo steht, dann seht ihr irgendwie Tessellation, dann bedeutet das für mich, aus technischer Sicht, dynamischer Boden kommt rein. Aber wie gesagt, das ist nur meine technische Art. Ja, aber dynamischer Boden dann im Zusammenhang mit Feuchtigkeit im Boden und so weiter und so fort, oder? Ja, also guck mal, du fährst übers Feld, da steht Wasser in der Pfütze. Das kennen wir aus einem gewissen anderen Spiel. Ja. Das funktioniert hier definitiv nicht. Es geht nur mit dynamischem Boden. Weil der dynamische Boden nicht eine Texturtäuschung ist, sondern an den Stellen wirklich eine Polygonumformung, beziehungsweise die Texturpolygon ungefähr zu so einem Förmchen entsteht, wo dann wiederum ein drittes Objekt reinwandern kann. Das mal simpel zu sagen. Das klingt jetzt völlig kompliziert, aber... Nee, ich weiß, was du meinst. Ja. So, und das und dann fährst du da durch mit dem Trecker. Dann spritzt das Wasser aber auch, weil das ist ja auch da. Es wird nicht nur dahin simuliert. Es sieht nicht nur so aus. Und deswegen gibt das im Spiel eine völlig andere hohe Tiefe. Und, oder weiß ich nicht, du fährst durch Maisstoppeln. Im Moment siehst du dann halt die Reifenspuren, aber die sind nicht da, die sind dann drauf gepinselt. Und bei dynamischem Boden fährst du über die Stoppeln. Und die Stoppeln drückst du dann mit den Reifen runter und die drücken sich dann in dieses Förmchen rein, wo du mit den Reifen hergefahren bist. Das gibt schon einen großen Sprung im Bereich Realismus, wenn man auf solche Details achtet. Wenn man jetzt halt das Ding ist, glaube ich, eher, LS ist ja, Entschuldigung, wenn ich das immer wieder sage, aber ich glaube, die Meinung würde selbst Giants teilen, richtet sich ja an eine große, auch casual unterwegse Zielgruppe. Und der wird das eigentlich, glaube ich, nicht so auffallen.
Und deswegen ist meine Vermutung, dass dieses große Feature ein anderes sein wird, was wir aber wahrscheinlich gar nicht nehmen dürfen, weil ich das schon mal sehr, sehr groß und breit ausgebreitet habe in einem Video. Wenn sie meine Idee nehmen würden, dann würde ich ja Tantiemen bekommen und ich habe so Zweifel, dass das passieren wird. Aber ja. Jetzt wollt ihr wissen, was, ne? Was denn? Ja, also, ich will da jetzt nicht drauf tippen oder so, aber mein Wunsch wäre halt, dass sie etwas einbauen, dass du nicht diese Wirtschaftszweige und so, da wissen wir ja schon, das ist irgendwie, das wollen sie nicht oder können sie nicht oder können und wollen sie nicht, weiß ich nicht. Warte ganz kurz. Ansgar, lass mal ganz kurz aussteigen, bitte. Ganz kurz. Kannst gleich wieder einsteigen. Ja, bitte. Sondern, dass man nicht nur mit dem, also meine Idee war, dass man nicht nur mit dem Geld voranschreitet, sondern auch in der Zeit. Und das bedeutet, man beginnt in Zukunft. Danke. Bitteschön. Was? Man beginnt in Zukunft, weiß ich nicht, 1930, 40, ja, fährt er noch mit so einem Ollen vom Krieg, Lanz Bulldog rum. Dann haben wir nämlich auch wieder diese Klassiker der Landwirtschaft drin. Und zwar dieses Mal mit Sinn, weil ansonsten haben die keinen Sinn, weil du fährst ja dann aus Spaß mal bei dem rum, aber arbeiten würdest du im Zweifelsfall nicht, es sei denn, du machst da irgendwie ein spezielles Oldtimer-Projekt raus. Also du fährst mit diesen Maschinen, die Zeit vergeht, mit den Jahren schaltest du die nächsten Maschinen frei. Da kommt da, weiß ich nicht, dann kommt hier die alten IRCs kommen da von vor, weiß ich wie viele Jahre. Dann kommen die ersten Fendt-Pharma LS kommen dann und so weiter. Und so arbeitest du dich dann nicht nur dadurch, dass du Finanzen anhäufst, sagen wir mal, zu größeren Maschinen hin und dann war es das irgendwann, sondern die kriegst du noch gar nicht, weil du gar nicht in der Zeit bist. So, das habe ich irgendwann mal in einem Video sehr ausführlich geschildert, das war so meine Vision. Das glaube ich nicht, dass die es machen werden. So, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die dem ganzen Ding völlig, gut, können sie jetzt auch nicht mehr, weil da müssten sie, ne, ich habe das sehr öffentlich jetzt geäußert, hallo, das ist meine Idee, das habt ihr auch wahrscheinlich noch nirgends anders gehört, was mich darauf vermuten lassen würde, dass sowas ähnliches kommen könnte, war der Schlüsselbund. Da ist ein Oldtimer-Trecker dran. Diskuss. Ja, klar. Aber ja, gut. Die haben immer gesagt, die wollen nicht so Story, ne? Aber es könnte natürlich schon sein, dass die sich da ändern. Ganz, ganz anderer Schritt in andere Richtung. Gäbe unfassbar kluge Möglichkeiten, um auch dieses ganze Produkt- und Markenportfolio, was die haben, mal in eine andere Richtung auszubreiten. Und wenn sie sagen, es kommt ein großes Feature, was sie alle gewünscht haben, dann könnten das wirklich Oldtimer und Klassiker Landwirtschaft sein und würden in mein Schema reinpassen. Aber wie gesagt, das kann es halt nicht sein, weil, ne, dann hier reißt der YouTuber EU West dann, ne? So. Aber das ist so eine große Änderung, das kann ich mir vorstellen. Aber man darf ja ein bisschen träumen und das wäre so eine Sache, die, das wäre vielleicht für einen Modder mal eine schöne Idee. Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass vielleicht so zwei Modi im Spiel sind. Einer, wo man so landwirtschaftet wie bisher und einer, wo man dann halt so ein bisschen die Story hat und sich dann hocharbeiten muss. Das könnte ich mir vorstellen, dass die das vielleicht so machen. Weil ich weiß, dass da schon auch ein paar im Team sind, die von dieser Story-Idee schon angetan sind. Aber es gibt auch ein paar im Team, die von dieser Story-Idee überhaupt nicht angetan sind. Warum sind die denn aufgeschnappt? Das ist ja sowas. Ja, aber ich, also wie gesagt, ja, das ist so, ja nicht für mich ist ja halt so eine, weiß ich, ich gucke keine anderen Videos und verfolge auch die Medien, wirklich nicht. Also ganz ehrlich nicht. Sehr selten, dass ich irgendwo sowas konsumiere, außer bei Werner oder dir oder dem Sachsen, wenn ich dann auch die Kommentare lese und das Video läuft. Oder damals bei dem, wie hieß das vorher noch? Wenn es um anrüchige Themen ging hier, das vor diesem Projekt, wie hieß das noch? Gerüchteküche. Nee, Südhemmer, glaube ich, meinte. Südhemmer, ja. Ja. Aber sonst, und da hattet ihr das, glaube ich, nicht zum Thema. Deswegen, also, das ist schon, da träume ich schon länger von, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich auch, da würden sie mich dann auch wirklich nochmal, also so richtig schön mitkriegen. Seit dem 13er oder so sehe ich ja das Produkt nach wie vor kritisch. Da bin ich auch bekannt für. Das heißt aber, dass ich den 13er super geil fand. Ne? Das bedeutet das ja auch, ne? Das vergessen ja immer viele. Naja. Aber das wäre so, das wäre schön. Also da könnte ich durchaus, muss man dem Kollegen gerade hier mal. Ja, das wäre, ja, hätte was auf alle Fälle, ja. Da können wir auch auf dynamischen Boden verzichten. Ja, ich glaube, dynamischer Boden, also wenn die was anderes Geiles machen würden, dann wären die Leute auch glücklich. Also dynamischer Boden muss ja, nicht unbedingt aber sein. Aber ganz ehrlich, jetzt geil liegt ja immer im Auge des Betrachters, weißt du? Ja, das stimmt. Also ich würde es geil finden. Die Community ist auch sehr heterogen, das ja, muss man das sagen. Ist das schon. Ich würde es halt geil finden, wenn man zum Beispiel mehr als wie mit 16 Leuten spielen kann. Das würde ich jetzt mehr feiern. Ja.
Warum sagst du nicht Bescheid? Kann doch hier auch helfen. Achso, ich dachte, du bist auf dem Hof beschäftigt. Ja, die Güllekumpe ist schon leer. Achso, dann, ja, kannst, was du halt das noch? Dann kannst du natürlich mithelfen. Hast du denn hier so ein Ding dran, oder? Was, hallo. Also, AL. Wo hast du denn hier, was? Ja, ich bin eigentlich komplett falsch. Das ist hier die letzte Grabstätte vom anderen Team gewesen. Aber naja, was willst du machen? Die ja, letzte Grabstätte? Entschuldigung, letzte. Also, wie hast du den jetzt da hochgekriegt? AL einfach. Also einfach Sägen sein. Ach, das einfach. Ist AL. Ah, du hast im S ein AL gekauft, damit wir nicht mit dem FL arbeiten müssen. Genau. Ah, clever. Ey, ich weiß schon, warum ich mit dir zusammenspiele. Deswegen so. Schlagen sie einfach und machen sie so Mitteldinger. Sehen ja so ungefähr, was es ist. Ah, Randy hat sich in den Wald verirrt. Hab mich in den Wald verirrt. Ah. Ist warum hab ich denn hier so eine Scheiß... Ah. Das Problem ist nur, ich glaube, der Tobias hat die die Mehlproduktion noch. Oh wow, wir hätten doch aufhören sollen. Hat glaube die Mehlproduktion noch nicht hundertprozentig in der Map integriert. Da müssen wir später nochmal, muss ich ihn später nochmal anschreiben und fragen, ob das ein Fehler ist, weil ja, unser weißes Gold ist nämlich weg. Also nicht weg, aber ist halt da und ist halt eingefüllt, aber ist halt einfach weg. Ne? Ja, das muss vielleicht erstmal. Was? Muss das nicht. Was heißt denn weg? Muss naja, das erstmal synchronisiert werden? Ja, hatte ich auch gedacht. Das ist halt in der Bearbeitungsstätte drin, wo es reingehört. Ja. Das wird aber nirgendwo angezeigt. Hast du im Farmscript also, im Tablet nachgeguckt? Tablet? Wo müssen denn da neue hier. Fabrik, ja. Ne? Oder was? Wo hast du es reingekippt? Bei der Mühle? Nee. Mühle funktioniert 1A. Ja. Hier Weizenbrötchen Production 1. Weizenbrötchen ja. Production 1. Guck doch da mal. Da steht 0. Ne, also Wasser hat er angenommen, ja. Mehl hat er auch nicht angenommen. Ja, du musst auch Weizenmehl machen und kein anderes Mehl, ne? Hab ich. Das ist komisch. Ha. Du, ich hab keine Ahnung, wie lang der ist. Kannst du mal zeigen, wie lang der ist? Oh, Alter. Sport und 14 geht nur, ne? Aber messen geht aber auch nicht, weil ich hab's gerade nicht draußen. Aber ich glaube, mach mal... Ich glaube, es wird Zeit, diese Folge zu beenden. Es wird höchste Zeit. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne bei den anderen vorbei und schreibt ihnen einen netten Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.